Ja, vielleicht ich noch mal ganz kurz und sowas, vielleicht auch zu dieser Problematik. Kampf ist nicht gut. Ich würde ihn sowieso vermeiden. Intelligent entziehen ist gut. GEZ, nutzen Sie die Möglichkeiten. Die haben Abmeldeformulare auf Ihren Seiten, erstmal die zuschicken. Wenn Sie wollen, legen Sie einen Leuchtturm mit bei. Die Brüder dürfen nämlich keinen Fernsehen gucken oder so. Man muss erstmal die Spielregeln von denen ausnutzen, wie sie da sind, sage ich mal so, ne? Das kann man machen. Und ja, Spaß. Ja, wir wollen ein bisschen Spaß haben dabei. Also ich versuche es immer so auf die, auch was Informationspolitik betrifft, wenn mir irgendeiner kommt mit einer Nachricht, das ist eine wichtige Arbeit von uns allen, die man leisten muss, was ja unsere Arbeit draußen betrifft und sowas. Irgendeiner sagt mir eine Nachricht und ich weiß jetzt konkret noch nicht darauf zu antworten. Und der fragt mich, Mensch, wo hast denn das her? Und der sagt, habe ich gestern bei ARD gehört. Und ich sagte, na gut, Mensch, ich dachte schon, du hattest eine seriöse Quelle. Oder so. Da kann man ja mal, bin ich ja beruhigt, so ungefähr, ne? Und so ganz locker so in die Diskussion reingehen, wo man den Menschen letzten Endes auch einen Aha-Effekt verschafft. Nicht missionieren, sondern Aha-Effekt heißt, ich habe gelernt, dass es gut kommt, wenn ich die Leute mit einem Paradox konfrontiere. Man hat ein gefestigtes Weltbild und dann bringt man nur ein Argument, das passt ins Weltbild nicht. Aber jetzt dürfen Sie nicht den Fehler machen und das auch noch beantworten. Tschüss, mit dem Problem müssen Sie ihn stehen lassen. Interessiert er sich dafür, dann wird jeder Mensch in der Lage sein, die Wahrheit ganz alleine rauszufinden. Und die hat er sich dann selber erarbeitet. Nichts ist wertvoller. Ansonsten heißt es ja, wem muss ich denn glauben? Wem soll ich denn glauben? Besser ist, er erarbeitet sich es selber. Und da kann ich gar nichts tun. Ich kann nicht missionieren. Ich kann nur hoffen, dass es ihn unterm Nägeln brennt. Brennt ihn irgendetwas unter den Nägeln, weil es mit seinem Weltbild nicht zu vereinbaren ist, dann wird er sich Informationsmaterial holen von überall. Und dann weiß der das morgen. Dann weiß der das morgen von ganz alleine. Ist der noch nicht so weit, dann wird er noch seine Lernerfahrung machen müssen. Denn dafür laufen die Dinge so, wie sie laufen. Und das sollten wir dann schlicht und ergreifend auch geschehen lassen. Also nicht kämpfen, sondern hier auch die Leute suchen, die sich gerne an der Veränderung betätigen wollen und mit denen ganz konkret etwas unternehmen. Vernetzen Sie sich und unternehmen konkrete Dinge. Das, was hilft.